Ihr mögt echt keine Hops, was? Huch. Ihr habt den Hops wirklich eine Lektion erteilt. Die werden es sich zweimal überlegen, bevor sie mir wieder was klauen. Nicht schlecht. Nächstes Mal wird es aber nicht so einfach. Dann gehört die Trophäe jetzt euch. Vorübergehend. Das reicht mir jetzt. Vielleicht hat die Gilde was Interessanteres für mich zu tun. Ich sollte mir den Schaden ansehen. Tschüss. Hauptzahn-Trophäe, Gildenbelohnung 900 Gold, extra Gold erworben 190 Gold, Bekanntheitsbelohnung 200, extra Bekanntheit 299. Na, lief doch gar nicht mal so schlecht. Gibt's hier eigentlich wieder Äpfel oder irgendwas zum Ausleihen, was man sich hier als armer, unbedarfter Held vielleicht mitnehmen könnte? Bisschen Obolus vielleicht? Hier so ein Äpfelchen? Naja, so lohnenswert ist das ja nicht gerade hier rumzulaufen. Aber hier steht noch ein Trüchen. Was haben wir denn da? Ein paar Nike! Oder vielleicht auch nur ein Schatztipp Nummer 5. Ah, ihr habt den ersten Schatztipp gefunden. Man munkelt, dass ein wertvoller Gegenstand irgendwo in Albion versteckt sei. Die Hinweise sollten euch hinführen. Soweit ich weiß, sind es insgesamt 6. Okay. Das heißt, erstmal Schatztipps sammeln und dann lesen und jetzt natürlich erstmal brav angeln. Nach so viel Gerangel entspanne ich mich an der Route. Oha. Ah, ist ein harter Brocken hier. Bestimmt ein Koi. Oder wahrscheinlich ein lausiger Goldfisch. Ein Lebenselixier. Na, ist ja ganz formidabel. My dear friends. Also vom Aussehen her, wir werden natürlich nicht so ein komischer Eimerhelm bleiben mit einem hässlichen Bart oder so. Aber jetzt vorübergehend muss das erstmal reichen. Weil solange wir halt in der Entwicklung sind mit dem Held, solange wir dann noch schön am Lernen sind, bla bla bla, gehen wir hier nicht unbedingt nach den letzten Modetipps und laufen hier im Armani-Dress rum, im schönen Zwirn, sondern wir hauen uns das an den Leib, was halt am praktischsten ist. Wie zum Beispiel Banditen. So einfach ist das. Halt, nicht zu vergessen. Ja, der Tortenmeister. Big Torte in the House und tote Händler nehme ich aus. Geht leider nicht. Da versteckt sich noch ein Viech. Und da löst sich gerade der tote Händler in Wohlgefallen auf in eine kleine Rauchwolke. Und hier hinten wird wieder geprügelt. Was glaubst du, was du da treibst? Du Lümmel, du Strolch! Weiter so! Na? Ach, verdammt. Also? Was für eine Demonstration der... Ja! Eine Demonstration der Stärke. Ja. So ist's recht. So macht man das, Herr. Genau. Und da löst sich schon wieder einer ein Wohlgefallen auf. Und ich frage mich immer noch, was hier war. Irgendwas war hier, aber ich hab's vergessen. Bitte nicht spoilern. Ich find das noch raus. Da Fable ja wahrscheinlich auch 500 Folgen haben wird, wenn wir hier dauernd so rumlaufen und keine Ahnung haben, was wir hier machen. Ich überlege gerade, ob ich heimlich einen Schluck Cola beim Let's Playen trinken soll, ob das jemand merken würde.
Verlockende Aussicht. Und ja, ich weiß, ich könnte mich jederzeit immer und ständig teleportieren, aber das will ich, glaube ich, gar nicht. Weil ich möchte das Spiel ein bisschen genießen und mir auch die Landschaft immer wieder ein bisschen anschauen. Und nicht einfach nur hoppla hopp da durchstürzen, Hauptsache bis zum Ende, sondern einfach ein bisschen auch von der Gegend mitnehmen und so weiter und so fort. Ne, alter Mann. Ihr müsst das Räuberlager finden. Oh, halt die Schnauze, lass mich in Ruhe, ich bin müde, ich hatte einen harten Tag hinter mir, ja. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen knacken hier. Er ist ein edler Held. Das ist richtig. Ich bin ja immerhin der Tortenmeister. Ich habe also den Namen Tortenmeister. Ja, yeah, Baby. Kann mir schon denken, warum. Na? Hey. Wie geht es euch? Oh, jetzt geht's mir gut. Hey. Wie geht es euch? Oh, jetzt geht's mir gut. Hey. Hey. Wie geht es euch? Jetzt geht's mir gut. So, jetzt reicht's aber... Hallo? Hey. Was für ein Mann. Yeah, Baby. Hey. Was für ein Mann. Yeah, Baby. So, weiter geht es. Nee, pennen werde ich jetzt hier nicht. Was will ich eigentlich hier? Ich wollte doch eigentlich gerade nur gucken, was es für Quests gibt. Und dann dachte ich mir, wäre eine super Idee, wenn ich hier mal pennen könnte. Aber das lassen wir mal lieber erstmal. Wir sollen ja das Räuberlager ausfindig machen. Tortenmeister, ein mächtiger Mann. So kennt man mich. Die Hopphöhle, Bekanntheitsgrad, bla bla bla, sucht die Seherin der Räuber. Sucht die Seherin im Räuberlager, da sie euch eventuell etwas über eure Schwester Theresa erzählen kann. Wer sich erinnert, das ist die gute Dame aus dem Intro, der wir die Pralinen gekauft haben. Also aus dem, nicht aus dem Intro, sondern aus dem Tutorial in Oakvale. So, ich übernehme die Quest ohne Großtat, weil ich mich... Ja, ja, ja. Nach Oakvale müssen wir ja eh. Das heißt, jetzt nehme ich mal den Teleporter hier. Zack. Und in Oakvale hat man gerade gesehen, ist ein Haus zu verkaufen. Das ist ja ganz angenehm. Aber leisten können wir es uns leider nicht. So, wir sollen einen Liebesbrief ausliefern. Und wir sollen uns an die Gesetze halten. Das ist jetzt neu. Hallo auch. Na, Alter, wie sieht's aus? Zeig mal deine Waffen. Es ist mir eine Freude, euch zu Diensten sein zu können. Das stimmt allerdings. Nahkampfwaffen. Hat der irgendwas? Nö. Schaden plus 11, Stahlgroßschwert. Könnte ich mir theoretisch holen, benötigt aber den Körperbau Stufe 3. Also Real Life, da habe ich Körperbau Stufe 5000, aber hier in-game ist leider noch nicht so pralle. Eine Eisenholzarmbrust. Ich glaube, die würde uns jetzt gut zu Angesichte stehen, wenn wir... ins Lager stürmen. So, das könnte ich mir theoretisch noch leisten, aber den Körperbau Stufe 3 brauche ich dafür. Den hätte ich vielleicht gerade mal im Dingens holen sollen. Gestern habe ich Zwillingsklingen gesehen. Ach, wirklich? Den Anführer der Räuber. Ach, hör doch auf, das glaubt doch keiner. Ich glaube, wir können euch ein besonderes Angebot unterbreiten, Sir. Natürlich, aber ich sehe schon, bei dir brauche ich nichts. Es gibt mehr und mehr Räuber heutigen Tags. Ja, heutigen Tags ist das fürwahr eine gerechtfertigte Aussage. Ich gehe nochmal ganz kurz gucken, ob ich meinen Körperbau ein bisschen aufpimpen kann. Dazu stürze ich nochmal ganz kurz zurück in die Heldengilde. Und ich sollte mir mal angewöhnen, das wirklich jedes Mal zu überprüfen, ob ich nicht meinen heißen Body irgendwie stählen kann hier. Tatsächlich haben wir nämlich bei Stärke schon wieder eine ganze Menge zum Ausbauen. Naja, eine ganze Menge ist relativ. Wenn ich jetzt Körperbau 3 mache, dann hat sich das da auch schon alles ausgebaut. So, Franz Liszt. Tempo würde ich gerne nochmal ein bisschen erhöhen. Wupp dich.
Nee, nochmal nicht. Was ist denn mit dem Blitz eigentlich? Wieso kann ich den eigentlich nicht steigern? Vielleicht sollte ich mal langsam auf Feuerball umsatteln. Schlachtangriff, das ist natürlich auch geil. Der Schlachtangriff trägt den Zauberer mit hohem Tempo vorwärts, zerschmettert jedes Hindernis und wirft zu beiden Seiten alles und jeden um. Höhere Stufen sind sehr viel mächtiger. Mehrfachschlag. Dieser Zauber verleiht der Klinge des Zaubernden die Möglichkeit, mit einem Schlag zweimal zu treffen. In Verbindung mit anderen Zaubern hat dieser kleine Trick verheerende Wirkung. Ja, nehmen wir das doch mal. So, jetzt ist aber die Frage... Moment, Schlachtangriff. Körperlicher Zauber, Geisterschwert, 2500. Körperlicher Schild. Dieser Zauber umgibt den Zaubernden mit einer schützenden Energieaura, die alle Schadenswirkung auf Kosten von Mana absorbiert, bis dem Zaubernden kein Mana mehr bleibt. Theoretisch auch ganz nett. Attentäterangriff. Ich nehme einfach das Geisterschwert. Ich weiß nicht, ob es jetzt sinnvoll ist, das zu nehmen. Wendehals. Verwirrt den Geist des Gegners. Zeit verlangsamen. Oh, fuck. Oh, verdammt. Den hätte ich nehmen sollen. Bullet Time. Ach, verdammt. Kann ich das noch rückgängig machen? Ich glaube, ne? Dann lasse ich Geisterschwert erstmal sausen. Und dann nehme ich stattdessen erstmal Bullet Time. Das müsste doch gehen. Was denn herbeirufen? Herbeirufen holt die Seele eines Wesens aus dem Jenseits, damit sie dem Zaubernden hilft. Tötet dieses Wesen ein anderes, wird es durch die Seele des gefallenen Opfers ersetzt. Höhere Stufen ermöglichen dem Zaubernden, das herbeigerufene Wesen länger zu halten. Aber wir verlangsamen die Zeit. Matrix-mäßig. Dieser Zauber wirkt sich auf die Zeit selbst aus. Alles im Umkreis wird stark verlangsamt, während der Benutzer oder Zaubernde immun bleibt. Höhere Stufen ermöglichen dem Zaubernden, diesen Zustand länger beizubehalten und die Welt fast bis zum Stillstand zu bringen. Ihr habt jetzt mehr als zwei Zauber, drückt Umschalttaste links, um euch eure Zauber anzusehen und bewegt dann das Mausrad oder drückt O, um sie durchzublättern. Ihr könnt Zauber auch direkt aus dem Zaubermenü in eure Schnellzugriff-Zauberleiste in der rechten unteren Bildschirmecke ziehen. So, Fertigkeiten, Magie, Angriffszauber, jetzt können wir das irgendwo reinziehen. Ich habe keine Ahnung, wie das hier gerade funktioniert. Mehrfachschlag. Ah, okay, jetzt haben wir den Mehrfachschlag darauf. Leben heilen wäre vielleicht auch mal sinnvoll. Jetzt haben wir gerade Zeit verlangsamen auf Blitz auf der linken und Zeit verlangsamen auf der rechten. Mehrfachschlag. Das kann ich jetzt aber nicht dahin ziehen, ne? Nee. Ich verstehe gerade noch nicht ganz. Ich verstehe gerade noch nicht ganz, wie das hier funktioniert. Nein, ich möchte gerne in die Magie. Jetzt habe ich den Blitz da rausgeholt. Ah, jetzt kann ich wahrscheinlich, genau, jetzt kann ich das da reinziehen. Okay, aber Zeit verlangsamen ist schon super. Körperliche Zauber würde ich gerne auch noch mitnehmen. Und zwar zusammen mit Zeit verlangsamen erstmal. Nein, das war hier. Kann ich das einfach drüber packen? Ja.